Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von 4 Independent. Ja, heute geht es darum, wie ihr ein transparentes Objekt in Cinema 4D einfügen könnt oder ein transparentes Bild, wie auch immer. Beispiel mal wieder vorbereitet, also ihr habt hier jetzt so ein Eiswürfel-Dingens da. Ist aber jetzt nicht das, was wir machen werden. Wir wollen jetzt einfach mal die transparente Version hier einfügen oder in euer Würfel oder was auch immer ihr habt. Und ja, ihr seht hier, das war eigentlich alles transparent, es ist nichts da außenrum weiß oder so. Und ja, gut, ich suche mir jetzt schnell die Ebene raus, wo das transparente Ding drauf ist, das ist hier, und entferne das. Gut, jetzt können wir ein neues Material machen. Falsch. Neues Material. Ich mache jetzt erstmal hier eine Kugel draus, damit ihr es besser sehen könnt. Und ja, dann gehen wir auf Farbe, gehen auf Textur und laden unser Bild rein. So, hier habe ich meinen Snowboarder ausgeschnitten. Öffne ihn, ja, von mir aus. Und dann seht ihr hier, da das Bildchen da ist. Dann gehen wir hier Glanzlichtkörper rausmachen auf Alpha und laden das Bild nochmal hier rein. Und Moment, ich muss niesen. Nicht. Und jetzt laden wir das hier einfach ein, öffnen. Ja, okay. Und jetzt seht ihr hier, das ist ja alles ein bisschen sehr doppelt und so. Und ihr könnt mit Rechtsklick hier so rumfahren, damit ihr das auch wisst, wie das geht. Und ja, das wollen wir jetzt eigentlich nicht, daher machen wir Rechtsklick drauf und gehen hier auf Ebene. Und jetzt ist das hier da und können hier noch von mir aus dem Premo-Dingens da aktivieren, was auch immer der bringen soll. Und jetzt brauchen wir noch eine Ebene, da kommt das Objekt dann drauf und ich drehe mir das hier bei dem Drehen-Werkzeug einfach mal hier auf der Z-Achse war es. Hoch auf 90 Grad und schaue mir halt, dass es mit einem Objekt ist und ziehe mir einfach das Material mal da drauf. Und jetzt ist das auch transparent, aber bei mir ist das jetzt falsch rum. Ta, drehen wir das jetzt noch mal und passen mir das an und schieb das Ding da rein und render jetzt noch mal. Und ihr seht es hier, da ist es transparente Snowboarder drin. Und ihr habt dieses transparente Objekt-Ding oder Bild, wo immer ihr auch was immer sagt, so brauchen habt Dings. Ja, das war's eigentlich schon von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschaußen.